Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Power of Nutrition. Ja, meine letzten Videos waren ja immer in Englisch. Jetzt habe ich mich entschlossen, die Videos nur noch in Deutsch zu machen, weil es einfach authentischer ist. Und ja, ich möchte euch jetzt in meinem ersten Video nach ganz langer Zeit von einem Experiment berichten, was ich dieses Jahr im Januar gemacht habe. Und zwar habe ich mich spontan am letzten Dezembertag mit einer Freundin dazu entschlossen, dass wir beim Veganuary mitmachen, also einen Monat vegane Ernährung testen im Januar und mal schauen, wie das für uns so ist. Der Auslöser dazu war eigentlich, dass wir zusammen den Film The Game Changers angeschaut haben und uns das wirklich einfach beeindruckt hat, wie viel positive Auswirkungen die vegane Ernährung doch hat auf den Körper. Und wir wollten das einfach mal austesten, ob das bei uns auch so ist oder ob das wahr ist und einfach mal das probieren, wie das so für uns wird, im Monat vegan zu sein. Ich bin ja schon seit 3 Jahren Vegetarierin, habe zuletzt auch mal wieder Fisch gegessen und habe mich da aber sowieso an Weihnachten ziemlich satt dran gesehen. Von daher kam mir das sehr recht, jetzt den Monat vegan zu essen. Und meine Freundin, die hat vorher eigentlich alles gegessen, also auch Fisch und Fleisch. Für sie war es also eigentlich eine größere Umstellung. Und rückblickend muss ich sagen, dass sie es fast besser hingekriegt hat als ich. Ich weiß nicht warum, aber ja, für mich war, ich bin oft angeeckt, zum Beispiel auf der Arbeit, was so Takeaway-Sachen angeht, wo ich gemerkt habe, wie oft ich mir eigentlich zum Beispiel ein Brezel mit Butter normal kaufe oder ein Schokocroissant oder ein Schokoriegel oder Erdnüsse mit Schoko. Und das war jetzt eben alles nicht mehr drin für mich im Januar. Und es war aber eine sehr interessante Erfahrung und es war auch eine gute Erfahrung. Also es war nicht nur Verzicht, wie immer viele denken, sondern ich habe ganz viele neue Sachen entdeckt, die mir sehr, sehr gut schmecken. Und ich habe gemerkt, dass es tatsächlich auch eine positive Veränderung für meinen Körper gab, womit ich nicht gerechnet hatte. Und zwar bereits nach den ersten 2 Wochen habe ich gemerkt, dass meine Haut viel besser geworden ist, dass sie weniger Unreinheiten hat und vor allem weniger fettig ist. Damit habe ich immer sehr große Probleme gehabt. Und dass meine Haare auch nicht mehr so fettig sind. Und ich muss sagen, es ist eine sehr angenehme Neuerung, dass ich einfach nicht mehr unbedingt jeden Tag meine Haare waschen muss, sondern auch mal sagen kann, ich wasche sie nur alle 2 Tage. Das gibt mir wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Leute mit fettigen Haaren können das bestimmt nachvollziehen. Das ist so, sage ich mal, das Beste eigentlich an der veganen Ernährung für mich gewesen. Und ich habe auch öfter wieder selbst gekocht. Ich habe viel mehr frische Sachen gegessen, frisches Obst und Gemüse, wovon ich ja immer schon ein großer Fan war. Wenn ihr meine anderen Videos kennt, dann wisst ihr das. Und ja, einfach weniger Fertigsachen zu essen, das ist sicherlich auch ein positiver Nebeneffekt. Und es war in der Tat weniger schwierig, solche Sachen wie zum Beispiel Käse und Schokolade zu ersetzen oder auch mal wegzulassen. Da habe ich immer sehr gute Wege gefunden, da eine vegane Alternative zu haben. Gerade bei Schokolade, das war meine größte Sorge, weil ich wirklich Schokolade so gerne esse, habe ich trotzdem eine vegane Schokolade gefunden, die mir sehr, sehr gut schmeckt, sogar in verschiedenen Sorten. Also es gibt im Moment so viele tolle Sachen, die einem das Leben da ganz leicht machen. Und ja, man muss ja auch nicht immer diese teuren Produkte, diese Ersatzprodukte für Käse oder Fleisch oder Joghurt kaufen. Man kann das ja auch umgehen. Und Proteinquellen gibt es auch an anderer Stelle. Zum Beispiel, was ich sehr gerne esse, sind Kidneybohnen oder Bohnen allgemein. Kichererbsen sind total lecker, Linsen sind auch super. Tofu, Räuchertofu zum Beispiel, ist auch sehr vielseitig. Und so bin ich eigentlich ganz gut durch meinen Januar gekommen. Und ja, habe an einigen Tagen es nicht geschafft, vegan mich zu ernähren. Habe mir da aber auch gar keinen Druck und keinen Stress gemacht. Und so werde ich das jetzt einfach auch beibehalten und habe wirklich so aus diesem einen Monat vegan für mich rausgenommen, dass ich jetzt sage, ich möchte, wenn es geht,
gerne vegan essen. Wenn ich für mich koche, werde ich auch vegan kochen. Und wenn es zum Beispiel auf der Arbeit gerade mal nicht geht und bevor ich dann gar nichts esse, dann esse ich mal ein Brezel mit Käse oder mit Butter oder ein Schokocroissant oder ja, einfach irgendeine Alternative, aber auf jeden Fall vegetarisch. Das wird sich, glaube ich, nie wieder ändern. Und ja, so werde ich mir jetzt so ein bisschen meinen Mittelweg dazwischen vegetarisch und vegan aussuchen. Und ja, vielleicht kommen in der Zukunft einfach auch noch mehr Videos dazu zu dem Thema. Wenn das euch interessiert, lasst es mich sehr gerne wissen. Ich habe auch wieder viel gelesen, viele Rezepte ausprobiert. Und da werde ich euch auf jeden Fall was von da lassen. Und das war es jetzt erstmal von mir im neuen Jahr und ich hoffe, euch hat es gefallen.